Wagen wir einen Blick in eine andere Dimension. Oder zumindest durch ein Fenster auf Daten. Also benutzen wir das Fenster, um auf Daten zu sehen. Konkret haben wir ein Array und ein Span ist jetzt sozusagen das Fenster, durch das wir entweder auf das gesamte Array blicken können oder nur auf einen Teil davon. Und die Frage ist jetzt, ist dieses Fenster offen oder geschlossen, beziehungsweise wie groß ist es, wo fängt es an und welchen Ausschnitt sehen wir? Das können wir mit Span im Endeffekt alles machen. Also wenn das Fenster sozusagen offen ist, dann ist es ein normaler Span, dann können wir auch Werte darin verändern und es wird immer das Original-Array verändert. Das heißt, es wird kein neues Array gemacht, es ist sozusagen nur ein Verweis auf das Original-Array. So ähnlich wie wenn man eine Referenz hätte auf das Array, allerdings eben nur in dieser Fenstergröße. Ja, wenn das Fenster geschlossen ist, dann können wir nach wie vor alle Elemente in diesem Fenster lesen, allerdings nicht mehr verändern, sondern nur lesen, darauf zugreifen. Das ist so, wie wenn das Fenster geschlossen wäre. Ist dann ein Read-Only-Span. Also wir haben einen Span, das ist von der Metapher ein offenes Fenster. Da können wir auch hindurchgreifen und Elemente verändern. Wir haben einen Read-Only-Span, das ist wie ein geschlossenes Fenster. Wir können zwar alle Werte ansehen, aber nicht verändern. Und jetzt sehen wir uns das mal im Source Code an und wie wir dann die Fenstergrößen bestimmen und wie das mit der Range-Syntax dann so aussieht und funktioniert. Na gut, dann wollen wir mal. Ich habe hier eine .NET 5 Anwendung. Damit nutze ich das Feature der Top-Level-Statements, also speichere ich mir das ganze Main etc., mache hier Using Static, um WriteLine einfach zu verwenden können, beziehungsweise String Join verwenden zu können, ohne String schreiben zu müssen. Einfach um Tipparbeit zu sparen. Also, wir haben das Array aus dem von vorhin, das hat die Werte 3, 2, 6, 5, 1, 9, 3, 8, 4 und 2. Das war das Array. Und wenn wir jetzt einen Span anlegen auf dieses Array, also das entsprechende Fenster, das wir erst auch hatten, dann läuft das Fenster zu Beginn von 1 bis 5. Also wir machen einen Span von Integer, weil wir ein Integer-Array haben. Das ist jetzt unser Window sozusagen und dann können wir sagen, okay, du bist ein neuer Span auf dieses Array, auf das Data-Array und wir haben hier nicht nur eine Länge, sondern wir starten bei 1 und haben eine entsprechende Länge von 5 gehabt. So, und jetzt haben wir schlussendlich genau dieses Fenster auf die Daten. Wir geben mal kurz die Daten aus, mit Join wollen die mit einem Beistrich getrennt haben und geben die Daten aus. Jetzt geben wir den Span mal aus, Join, also nicht nur Join, sondern eben WriteLine. So, geben wir noch eine Headline an, WriteLine, Original. Und hier machen wir noch WriteLine. Das ist jetzt unser Span-Inhalt. Können wir eigentlich machen. Plus Join. Das plus unser Window. Wir brauchen hier ein Array, also toArray. So, das wird jetzt unser Span-Inhalt mal kurz angesehen, kurz gestartet. Was Build Errors haben wir auch noch? Da fehlt eine Klammer zu. Gut, und jetzt haben wir hier, also, das ist das Original und hier, wir beginnen bei 1 und haben eine Länge von 5, also beim Index von 1, 2, 6, 5, 1, 9. Gut, um zu beweisen, dass das ein offenes Fenster sozusagen ist und wir die Werte verändern können, sagen wir Window an der Stelle, wir können tun so, als wäre das sozusagen ein Array, wir sagen jetzt Window an der Stelle 0, das wäre jetzt, also, wir haben ja bei dem Element angefangen, also unser Fenster geht von hier bis hier. Somit ist die Stelle 0 auch das hier. Immer bezogen auf das Fenster. Ja, das ist sozusagen ein Mini-Teil-Array, ein Ausschnitt des Arrays mit den eigenen Indizes natürlich. 0 an der Stelle 0. Auch, also wenn wir hier bei 1 anfangen, hat das Band trotzdem an der Stelle 0 die entsprechende 2 stehen. Und das beweise ich euch, indem ich hier mal 99 reinschreibe und anschließend das
nochmal ausgebe. So, jetzt haben wir hier 99, aber das ist ja kein Beweis, dass das nur ein Fenster auf die Originaldaten ist. Also geben wir auch die Originaldaten nochmal aus. So, kurz angesehen und hier sehen wir, auch im Original habe ich jetzt hier die 99 da. Also ich habe wirklich die Originaldaten verändert. Okay, was kann ich noch machen? Ich kann jetzt machen ein neues Fenster auf dieses Fenster, also so Inception-mäßig. Ich sehe durch das Fenster nochmal durch. Also ich mache ein Window of Window. Und in diesem Window of Window sage ich jetzt, du bist das Window, und zwar von dem ersten Element, ersten Index bis zum vorletzten Index. Also wir starten sozusagen nicht mehr hier, sondern hier und gehen nicht mehr bis hier, sondern nur mehr hier. Also müsste es die Länge 3 haben. So, das ist die Range-Syntax. Wo starten wir, wenn wir es weglassen von ganz zu Beginn? Das ist das gleiche wie hier. Ja, wir können auch sagen von ersten bis, von Index 1 bis Index 2. Wir können sagen bis zum Ende. Oder wir können sagen von hinten zählend 1 weniger. Also Länge minus 1 ungefähr. Das ist dann die Dachvariante, ist immer von hinten beginnt. Ich kann auch so sagen, von drittletzten bis zum erstletzten oder so. Ich könnte auch machen, einfach nur zwei Punkte, das wären dann eh wieder alle, dann brauche ich das gleich nicht machen. So, das ist jetzt ein Fenster auf, durch das ich in das Fenster sehe. Das ist sozusagen ein kleineres Fenster auf das größere Fenster, das wiederum auf die größere Datenmenge blickt. Und das ist natürlich kleiner. Ich kann aber auch in diesem kleinen Fenster jetzt Daten verändern. Ich kann sagen Window auf Window. An der Stelle 2, na 0 wieder, ist gleich 88. So, mal überlegen. An der Stelle 0 vom Originalfenster war ja das, weil wir beim Index 1 begonnen haben. Ja, das war das. Jetzt haben wir das Fenster, das erst hier beginnt. Also müsste jetzt bei den Originaldaten stehen 3, 99, 88, wenn meine Behauptungen richtig sind. Also sehen wir uns das an. Play drücken und wir sehen hier 99, 88. Also wir können auch Fenster hintereinander schalten. Ja. Ein Span ist sozusagen ein geöffnetes Fenster, durch das ich greifen kann und dann Werte verändern kann. Es gibt auch einen Read-Only Span. Ja, und bei diesem Read-Only Span funktioniert grundsätzlich genauso. Nur, ja, was soll ich sagen, der ist ja mein geschlossenes Fenster. Ich kann die Werte genauso über die Ranges etc. machen, nur ändern kann ich es nicht. So, diese Range-Syntax, die kennt vielleicht auch jemand von etwas anderem. Und zwar kann ich sagen, var subdata ist gleich data von, keine Ahnung, ja, bis so. So, was habe ich jetzt generiert? Jetzt ist subdata, wenn wir mit der Maus drüber fahren, ein Integer-Array. Und wenn ich sage, subdata an der Stelle 0 ist gleich 77, also zuerst geben wir es vielleicht mal aus, write line, join mit subdata. So, Video pausieren, kurz überlegen, welche Werte müssen da drin stehen, wenn wir data mit diesen Werten angeben. Und jetzt sehen wir uns das an. So, und zwar 8 und 4. Also, das drittletzte bis zum hier. Ja. So, exklusiv dem. So, jetzt sage ich da, das hat den Wert 77. Danach hat natürlich auch das den Wert 77. Aber was passiert mit unseren Originaldaten? Sind die auch verändert? Machen wir zum besseren Verständnis, kommentieren wir das aus, dann sehen wir auch genau, was wir haben. Steuerung KC für Comment, Play gedrückt. So, wir haben unsere Original, wir haben unsere Subdata, wir haben die Subdata verändert, aber die Original bleiben unberührt. Ja, warum? Weil das hier ein neues Array ist. Die Subdata ist ein neues Array, wo einfach mal die Werte hier rüber kopiert worden sind. Aber ich verändere dann dieses Array, das ist kein Fenster auf die Originaldaten, das ist ein eigenständiges Array
und demnach funktioniert zwar die Range-Syntax auch wunderbar bei Arrays, allerdings ist das Verhalten anders, wenn ich einen Span-Datentyp habe. Ja, soweit so logisch. Jetzt nur noch eins. Wenn ich eine Funktion habe, keine Ahnung, int_sum und ich gebe hier einen Span von Integer an. Ja, window, nennen wir es window und dann machen wir hier, keine Ahnung, ja, aufsummieren natürlich, int s ist gleich 0, for each, ups, int item in window, s plus ist gleich item return s. So, s kein guter Name, natürlich nicht, also sum. So, jetzt habe ich hier eine Sum-Funktion, die einen Span erwartet. Was ich aber machen kann, ich kann diese Sum-Funktion aufrufen mit Data. Ich kann diese Sum-Funktion genauso aufrufen mit Subdata, ist ja auch ein Array. Und ich kann sie natürlich auch mit unseren Spans, wenn wir diese wieder definieren, Steuerung KU, kann ich diese Sum-Funktion auch mit unseren Span, wie hat es geheißen? Window. Mit dem Span selbstverständlich aufrufen. Das heißt, wenn wir hier einen Span-Datentyp als Parameter übergeben, dann können wir auch ein Original-Array übergeben und natürlich wird dann auch das Original-Array verändert, da wir nur das Fenster machen. Der wandelt das dann einfach automatisch für uns um. Okay, soweit so gut. Also, Spans, merkt euch einfach das Thema, das ist ein Fenster auf die Originaldaten. Ich benutze nicht immer die ganze Länge der Originaldaten, sondern nur ich sage, wie groß soll das Fenster sein, ja? Wie groß soll der Slice sein, den ich hier habe. Ja, zum Beispiel nur beginnen von 0, 1, 2, 3 mit bis 4, 5, 6 und so weiter, oder, beziehungsweise mit der Länge 4 dann. Und dann kann ich es aber eigentlich wie ein Array verwenden, so ungefähr. Na schön. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.